Eine der falschen Hoffnungen war, dass all dies geschieht, weil die Regierung unfähig ist. Dies ist ein riesiger Irrtum und Leute wissen es wirklich nicht. Natürlich ist dies eine gute Tarnung für die Tatsache, dass das System wirklich weiß, wohin es geht. Und es geht, wohin es will, und es ist erfolgreich damit. Dennoch fragte ich mich, wie es sein könnte, dass etwas so groß und korrupt geheim gehalten werden konnte. Die Struktur ist einfach. Wenn sie nicht so einfach wäre, würde sie nicht funktionieren. Sie kann mit einer zergliederten Pyramide verglichen werden. Betrachtet man jede heutige Organisation, egal ob es ein transnationales Unternehmen, eine Universität, eine Regierung oder eine geheime Gesellschaft ist, sieht man, dass alle wie eine Pyramide aufgebaut sind. Und wie man beim CIA und anderen Geheimdiensten sagt, haben alle dieses Need-to-Know-System. Leute erfahren nur das, was sie unbedingt wissen müssen, um ihren Beitrag zu leisten und nicht mehr. Sie wollen die Gesellschaft auf eine Weise ändern. Sie wissen, wenn sie es offen tun, werden sie eine unerwünschte Reaktion erhalten. Also tun sie es nicht offen. Sie spielen Problem, Reaktion, Lösung. Stufe 1. Sie kreieren ein Problem. Es könnte eine Bombe eines Terroristen sein. Es könnte 9/11 sein. Es könnte ein Wechsel einer Währung sein. Es könnte ein Börsencrash sein. Eine Regierung könnte zusammenbrechen. Sie erzählen den Leuten ihre Version davon, wer A verantwortlich ist und B warum. An dieser Stelle würde Problem, Reaktion und Lösung nicht funktionieren, wenn wir Medien hätten, die in irgendeiner Weise noch etwas mit Journalismus zu tun hätten. Stattdessen sind die Mainstream-Medien ein PR-Büro für die offizielle Version der Ereignisse. Was sie auf der zweiten Stufe des Problems Reaktion, Lösung erwarten, ist die Reaktion von Empörung, von großer, großer Angst. Sie wollen, dass die Öffentlichkeit der Regierung sagt, dass etwas getan werden muss. Dies kann nicht so weitergehen. Was wird dagegen getan? Dies ermöglicht die dritte Stufe, in der diejenigen, die das Problem kreiert haben, die Reaktion der Öffentlichkeit mit einer falschen Geschichte polieren, um dann öffentlich eine Lösung für ein Problem anzubieten, das sie selbst geschaffen haben. So schwierig es auch für mich war, bin ich zu der unausweichlichen und zutiefst beunruhigenden Schlussfolgerung gekommen, dass eine Elitegruppe von Menschen und die Unternehmen, die sie leiten, Kontrolle haben. Nicht nur über unsere Energie, Nahrungsbedarf, Bildung und Gesundheitswesen, aber auch praktisch über jeden Aspekt unseres Lebens. Und sie tun es durch die Kontrolle der Welt der Finanzen. Nicht nur durch das Schaffen von Mehrwerten, sondern durch die tatsächliche Kontrolle über die Geldquellen. Als ich dem Geld folgte, führte es mich die Ebenen einer Pyramide hinauf. Hier sind wir auf der untersten Ebene, wo wir unser tägliches Leben leben. Über uns die Regierung. Menschen, die ein Monopol an Macht erhalten haben und verwenden dies, um uns zu besteuern, uns zu kontrollieren, ob wir damit einverstanden sind oder nicht. Aber wer kontrolliert sie? Auf der nächsten Ebene sind die Unternehmen. Viele würden sagen, dass heute Unternehmen und nicht die Nationalstaaten die Welt regieren. Sie nennen es eine Korporatokratie. Um die Ressourcen der Welt zu erwerben und die Märkte kontrollieren zu können, benötigt diese Korporatokratie Zugang zu billigem Geld. Die großen Konzerne bekommen ihre Kredite zu besonders günstigen Konditionen von den Großbanken. Dies bedeutet, dass diejenigen, die die großen Banken kontrollieren, die wohlhabende Elite letztlich die Konzerne kontrollieren. Die Idee, dass Tragödie verwendet wird, ob hergestellt oder einfach benutzt, war für mich sehr bedeutsam, um endlich zu verstehen, wie weit diese Leute gehen, um ihre Ziele. Betrachtet man jede heutige Organisation, egal ob es ein transnationales Unternehmen, eine Universität, eine Regierung oder eine geheime Gesellschaft ist, sieht man, dass alle wie eine Pyramide aufgebaut sind. Und wie man beim CIA und anderen Geheimdiensten sagt, haben alle dieses Need-to-Know-System. Leute erfahren nur das, was sie unbedingt wissen müssen, um ihren Beitrag zu leisten und nicht mehr. Sie wollen die Gesellschaft auf eine Weise ändern. Sie wissen, wenn sie es offen tun, werden sie eine unerwünschte Reaktion erhalten. Also tun sie es nicht offen. Sie spielen Problem, Reaktion, Lösung. Stufe 1. Sie kreieren ein Problem. Es könnte eine Bombe eines Terroristen sein. Es könnte 9/11 sein. Es könnte ein Wechsel einer Währung sein. Es könnte ein Börsencrash sein. Eine Regierung könnte zusammenbrechen. Sie erzählen den Leuten ihre Version davon, wer A verantwortlich ist und B warum. An dieser Stelle würde Problem, Reaktion und Lösung nicht funktionieren, wenn wir Medien hätten, die in irgendeiner Weise noch etwas mit Journalismus zu tun hätten. Stattdessen sind die Mainstream-Medien ein PR-Büro für die offizielle Version der Ereignisse.
Was Sie auf der zweiten Stufe des Problems, Reaktion, Lösung erwarten, ist die Reaktion von Empörung, von großer, großer Angst. Sie wollen, dass die Öffentlichkeit der Regierung sagt, dass etwas getan werden muss. Dies kann nicht so weitergehen. Was wird dagegen getan? Dies ermöglicht die dritte Stufe, in der diejenigen, die das Problem kreiert haben, die Reaktion der Öffentlichkeit mit einer falschen Geschichte polieren, um dann öffentlich eine Lösung für ein Problem anzubieten, das sie selbst geschaffen haben. So schwierig es auch für mich war, bin ich zu der unausweichlichen und zutiefst beunruhigenden Schlussfolgerung gekommen, dass eine Elitegruppe von Menschen und die Unternehmen, die sie leiten, Kontrolle haben. Nicht nur über unsere Energie, Nahrungsbedarf, Bildung und Gesundheitswesen, aber auch praktisch über jeden Aspekt unseres Lebens. Und sie tun es durch die Kontrolle der Welt der Finanzen. Nicht nur durch das Schaffen von mehr Werten, sondern durch die tatsächliche Kontrolle über die Geldquellen. Als ich dem Geld folgte, führte es mich die Ebenen einer Pyramide hinauf. Hier sind wir auf der untersten Ebene, wo wir unser tägliches Leben leben. Über uns die Regierung. Menschen, die ein Monopol an Macht erhalten haben und verwenden dies, um uns zu besteuern, uns zu kontrollieren, ob wir damit einverstanden sind oder nicht. Aber wer kontrolliert sie? Auf der nächsten Ebene sind die Unternehmen. Viele würden sagen, dass heute Unternehmen und nicht die Nationalstaaten die Welt regieren. Sie nennen es eine Korporatokratie. Um die Ressourcen der Welt zu erwerben und die Märkte kontrollieren zu können, benötigt diese Korporatokratie Zugang zu billigem Geld. Die großen Konzerne bekommen ihre Kredite zu besonders günstigen Konditionen von den Großbanken. Dies bedeutet, dass diejenigen, die die großen Banken kontrollieren,